Wir berichten live von der Trauerfeier in Solingen, die gleich starten wird. Hier werden erwartet Henrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Innenminister Herbert Reul. Und ja, ich würde bitten, die Kommentare ja wirklich gut zu überdenken, die reinschreibt, also nicht zu Tätern und allem drum und dran, sondern hier geht es jetzt einzig und allein um die Opfer und diejenigen, die schwer verletzt sind. Und ja, ich wünsche dabei sein. Wie gut, dass Sie gekommen sind, liebe Solingerinnen und Solinger, liebe Gäste, liebe Trauernde. Wie gut, dass ihr da seid und dass wir alle jetzt nicht allein sind. Die Worte bleiben uns im Hals stecken und es ist noch viel zu früh zu fassen, was da gestern geschehen ist. 3 Menschen aus unserer Mitte getötet, andere schwer und lebensgefährlich verletzt. Eine Messerattacke. Die, die in der Nähe waren, entsetzt und jetzt mit schlimmen Bildern im Kopf. Das Stadtfest abgebrochen. Wir wollten 3 Tage lang feiern und jetzt ist alles ganz anders. Wir fassen es nicht. Es fühlt sich an wie im falschen Film und doch ist es wirklich. Und nicht wieder gut zu machen und Trauer und Angst und Wut machen sich breit. Alles ist ganz anders als noch gestern hier auf demselben Platz. Und ich begreife es noch gar nicht. So viel ist noch unklar. So vieles wissen wir einfach nicht. Viele sind in Gedanken bei den Verletzten, bei den Angehörigen, bei den Getöteten. Jetzt, heute Abend, ist alles ganz rau und bunt und wir wissen noch kaum, was geschah und sind ganz weit entfernt von Antworten und Trost und spüren nur, dass der Boden unter unseren Füßen gerade nicht fest ist. Wir schwanken. Alles ist jetzt ganz anders und für viele, für uns ist es gut, jetzt nicht allein zu sein. Und wir halten inne, werden still, schweigen, gemeinsam. Wir halten zusammen aus, als SolingerInnen, heute. Und morgen auch noch und noch lange. Darum sind wir hier, das ist es, was wir jetzt tun können. Herkommen, zusammen sein, sichtbar sein. Wie gut, dass ihr alle gekommen seid. Wie gut, dass wir Angst, Wut, Trauer und Sprachlosigkeit teilen. Wie gut, dass ihr da seid für diese halbe Stunde.
Die Stadt ist heute eine andere, als sie gestern war. Es ist einer der schwersten Momente für mich, Worte zu finden für etwas, für das man keine Worte finden kann. Sprachlosigkeit ins Wort zu bringen, geht das? Wenn ich auf dem Weg von der Stadtkirche eben hierher zum Neumarkt war, dann habe ich viele Menschen gesehen und viele Blumen, die abgelegt worden sind, aber auch Vereinsschals, Kuscheltiere, Gesten der Verbundenheit, Briefe, Botschaften. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, Sprachlosigkeit in Bilder zu fassen, der Fassungslosigkeit einen Ausdruck zu geben, Verbundenheit zu zeigen. So viele heute Abend haben Blumen mit dabei, um genau das zu tun. Und immer wieder sehe ich auch Kerzen. Kerzen in den Kirchen, die heute offen waren, aber Kerzen natürlich auch überall in der Stadt, vor allen Dingen an der Stadtkirche im Fronhof. Licht. Licht, das genauso zeigt, wir beten, wir fühlen, wir denken mit denen, die gestern Abend Fassungsloses erlebt haben. Licht, das vielleicht auch gegen diese Sprach- und Fassungslosigkeit leuchten kann. Licht, das ich jetzt brauche, dass wir jetzt brauchen. Worte zu finden ist fast unmöglich. Gesten zu zeigen nicht. So viele heute haben Blumen dabei und so viele haben Kerzen dabei. Wenn wir, nachdem wir gleich den Segenswunsch gehört haben, wieder nach Hause gehen, dann besteht die Möglichkeit, vorher an der linken Seite hier vorne genau diese Verbundenheit zu zeigen. Blumen abzulegen, Lichter anzuzünden gegen die Sprachlosigkeit, gegen die Fassungslosigkeit. Und so wollen wir eben genau mit diesem Segenswunsch, mit der Musik und mit den Blumen, mit den Kerzen, mit unserer Verbundenheit hineingehen in diesen Abend. In diesen Abend dieses Tages, an dem Solingen eine andere Stadt ist, als es gestern war. Und so, was immer ihr hofft, was immer ihr glaubt, möge Gottes Segen euch durch diese Stunden und Tage tragen. Friede sei mit euch. Shalom Alechem. Salam Aleikum.
bisschen viele Tränen im Moment, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Schon eine bedrückende Situation. Vorne werden jetzt Kerzen verteilt. Wie wir sehen, hier die junge Dame verteilt Kerzen momentan. Einige fragen auch nach Kerzen. Viele haben natürlich Blumen hier mitgebracht. Ich denke, gleich wird hier auch das Orchester nochmal ein Lied spielen. Das ist sehr empathisch, was wir hier alles gemacht haben. Ich habe mich auch mit vielen Betroffenen hier unterhalten, auf Solingen. Aber später mehr. Wir konzentrieren uns jetzt hier auf die Trauerfeier.
Fernsehteams sind natürlich auch hier ARD, ZDF, WDR, RTL, Phoenix. Ich gesehen, Sat.1 war hier. Ich denke, es wird auch momentan im Fernsehen überall übertragen. Es sollen auch Hendrik Wüst und Innenminister Herbert Reul hier vor Ort sein. Eben auch am Tatort gewesen, da waren also Nachrichtensender aus der ganzen Welt. Aus Portugal habe ich mich mit einem Sender unterhalten. Das Orchester hat jetzt den Platz verlassen, kann anscheinend doch nicht mehr spielen. Es werden auf jeden Fall jetzt Blumen niedergelegt, aber aus Pietätsgründen werde ich da jetzt nicht hingehen. Gucken nochmal, ob vielleicht gleich doch noch eine Ansprache kommt. Bleiben einfach nochmal ein Stückchen hier online gerade. Komische Marlboro und kann ich melden. Teams sind auch alle hier. Das wird hier auch jetzt festgehalten. Man legt Blumen nieder, während hier vorne noch die Kerze brennt aktuell. Ja, ich würde mal sagen, mit den Bildern verabschieden wir uns hier aus Solingen. Ja, allen einen friedlichen Abend und ja, schließt die Menschen hier mit in eure Gebete mit ein. Vielen Dank fürs mit dabei sein. Ciao, ihr Lieben. Sei auch zukünftig mit dabei, einfach dem Kanal folgen und nichts verpassen.